Anna kommt. Jetzt kannst du deinen Tisch machen. Das hatte ich auch vor. Schön. Aber keine Lügen mehr. Felix, was gibt's? Hanna, setz dich einen Moment, ja? Bitte. Meine Mutter will dir was sagen. Ich wollte dir erklären, warum ich dir nicht helfe. Wovon redest du? Wie hast du es ja gar nicht gesagt? Deine Schwester ist die potenzielle Spenderin. Und ihre Abneigung kennst du ja. Ja, ich weiß. Dafür gibt es nur einen Grund. Das ist ihr Hass. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich habe mich testen lassen. Ja, klar, weil Felix es so wollte. Ich war dir dabei völlig egal. Ach, komm schon, Hanna. Erinner dich bitte daran, was du selbst zu mir gesagt hast. Nie im Leben hättest du meine Hilfe angenommen. Daran hat sich auch nichts geändert. Auf die Unterstützung einer Frau, die nur an sich selber denkt, kann ich gut verzichten. Ach, und dann willst du bis zum jüngsten Tag auf eine Spenderniere warten, ja? Viel Spaß. Ja, danke. Verdammt doch mal. Alle Achtung. So viel Borniertheit. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du zwingst mich ja regelrecht dazu. Also gut. Ich will nicht nachtragend sein. Wenn du mich ganz lieb bittest, dann lass ich vielleicht noch mal mit mir reden. Klar. Ich falle auch noch vor dir auf die Knie. Ja, das wäre doch ein Anfang. Lieber sterbe ich, als dich um irgendwas zu bitten. Ich liebe es, wenn du so dramatisch bist. Hanna. Hanna. Eine Schlange ist das. Komm, beruhige dich. Warum? Ich hatte doch nur einen kleinen Schwächeanfall. Und hätte sie mich in Ruhe gelassen, dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Ich hoffe, sie bleibt mir in Zukunft erspart. Siehst du denn keine Möglichkeit, dich einmal mit ihr normal zu unterhalten? Wozu? Du weißt wozu. Ich will mich nicht vor ihr demütigen. Und ich will sie auch um nichts bitten. Die hat mir schon genug angetan. Ja, bitte. Hallo. Raus. Schick sie weg. Ich möchte nur kurz mit dir sprechen. Es dauert einen Moment. Wann gehst du? Ein Glas Wasser holen. Hala, bleib hier. Ich bin bereit, dir eine Niere zu geben. Ohne Bedingungen oder sonst welche Forderungen. Du musst es nur wollen. Ich will deine Hilfe nicht und ich brauche sie auch nicht. Mein Gott, Hanna. Du kannst einem wirklich leid tun. Danke für dein Mitgefühl. Aber lieber ein Leben mit Dialyse als eine Niere von dir. Gut. Das habe ich jetzt verstanden. Und jetzt verschwinde endlich! Wenn dir dein Stolz wichtiger ist als dein Leben. Können Sie nicht einmal nachgeben? Reicht es nicht, dass Hanna wegen ihrer Streiterei zusammengebrochen ist? Ich glaube, da wenden Sie sich im Moment wirklich an die falsche Adresse. Ich will dich nicht zu deinem Glück zwingen, Hanna. Sag mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Silvia hat sich dir als Spenderin angeboten? Ja. Und ich habe abgelehnt. Das ist die Chance, wieder ein normales Leben zu führen. Ohne Dialysemaschine. Silvia meint doch ihr Angebot gar nicht ernst. Was spricht denn dagegen, sie erstmal beim Wort zu nehmen? Sag mal, warum setzt du dich eigentlich so sehr für sie ein? Man könnte ja fast meinen, dass... Ach so. Daher weht der Wind. Was? Was gibst du ihr denn? Hast du ihr einen besseren Posten bei der Lahnstein Holding versprochen? Das ist doch völlig absurd. Nein, überhaupt nicht. So ist es ja noch viel praktischer, als in der dritten Welt eine Niere zu kaufen. Was du deiner Schwester zutraust, ist eine Sache. Du kennst meine Gründe. Aber mir sowas zu unterstellen! Es tut mir leid.
Aus reiner Liebe hat mir meine Schwester noch nie etwas angeboten. Na, alles klar. Deine Werte sind alle im grünen Bereich. Dr. Malmann sagt, du kannst sofort nach Hause. Bitte nicht zu viel Begeisterung. Silvia hat sich bereit erklärt zu spenden. Ja, aber das ist doch wunderbar. Hanna hat abgelehnt. Würdest du irgendwas von Silvia annehmen? Hanna, es geht hier nicht um irgendetwas. Es geht um dein Leben. Ich kann auch mit der Dialyse noch ewig leben. Ich brauche noch zwei Cola und ein Wasser. Ja. Lars, ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ich habe wunderbare Freunde. Und ich bin verliebt. Ich krieg mein Leben auch so in den Griff. Keine Sorge, ich pass schon auf mich auf. Ich schaue heute Abend noch mal rein, ja? Vielleicht redest du noch mal mit ihr. Auf dich hört sie ja noch am ehesten. Ist was? Ich habe noch mal mit deiner Schwester gesprochen. Carla, das Thema ist abgehakt. Hanna. Nein. Ich kann mit der Dialyse leben, aber das geht nur, wenn du mich dabei unterstützt. Bitte, Carla. Natürlich. Ich bin immer für dich da. Ich brauche noch 4 Alt für Tisch 5 und eine Apfelsaftschorle, bitte. Mhm. Ganz schön was los heute. Allerdings. An so einem Abend schaffst du die Kneipe nicht alleine, oder? Da würde ich ganz schön ins Schwimmen kommen. Aber Hanna ist ja auch noch da. Klar, mit vollem Einsatz. Aber wenn es wieder ruhiger wird, dann die Getränke hier auffüllen, die Gläser waschen und dann muss ich noch die Kasse machen und keine Widerrede, bitte. Darf ich dann wenigstens die Stühle hochstellen? Na ja, weil du es bist. Ah, Aufpasser Nummer 2. Hallo. Hallo. Hanna kann es nicht lassen, was? Sie lebt nur noch für ihr Nullnetz. Auch, ja. Aber die Rennerei und die Hektik. Ist hervorragend für mich. Endlich fühle ich mich wieder wie ein normaler Mensch. Wenn du wieder ein normales Leben führen willst, dann akzeptier doch endlich das Angebot deiner Schwester. Tisch 2 will noch was bestellen. Endlich gibt es einen passenden Spender und Hanna lehnt ab. Ja, Wahnsinn! Wir haben heute einen super Umsatz gemacht. Du hast den super Umsatz gemacht. Du bist die ganze Zeit hin und her gerannt wie ein Wiesel. Oh ja, es war wieder viel zu anstrengend für mich. Oh Gott, ich hätte ja umfallen können. Hanna, das muss alles nicht sein. Carla, ich werde mir Silvias Niere nicht implantieren lassen. Weil es dir mit der Dialyse so gut geht, ja? Die Übelkeit, Schwindelanfälle. Wir sind so gut wie weg. Ich habe mich ja schon dran gewöhnt an diese Maschine. Alles nur psychosomatisch. Ich will nicht mehr über das Was-wäre-wenn nachdenken, sondern nach vorne schauen. Hi, Isabel. Hi. Grüßen Caroline. Bei Anna und Elisabeth. Gute Nacht. Gute Nacht. Kannst du es nicht verstehen, dass ich nicht ständig über meine Krankheit nachdenken will? Doch, natürlich. Und ich werde dich unterstützen, wo ich kann. Die Hauptsache ist doch, dass wir glücklich sind. Ja. Und da hast du beschlossen, mal ebenso neben mir einzuziehen? Es wäre für alle Beteiligten das Einfachste. Du hast mich gar nicht gefragt, ob ich das überhaupt will. Ihr behandelt mich alle wie eine Todkranke und jetzt willst du auch noch den heiligen Samariter geben. Mein Gott, ich will doch nicht nur deine Dinge umziehen. Ich fühle mich in der WG auch nicht mehr wohl. Ah, ja, und das soll ich dir glauben. Natürlich mache ich mir Sorgen um dich, ja. Weil du dir zu viel auflädst. Lars, du sollst dich nicht ständig in Sachen einmischen, die dich nichts angehen. Und deswegen wirst du nicht in die Pension einziehen, verstanden? Was war das denn? Egal, was ich tue, es ist immer falsch.